Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Geogesser. Wir sind wieder mitten im Nirgendwo mit dabei. Sind der Tonic. Hallo. Der Toni. Und der Hekepito. Hallo. Wie schön, bald kommt es, das Paradies. Sehr optimistisch anscheinend. Zeugen Jehovas. Nee, steht da. Ja, und wo liegen Zeugen Jehovas? Die haben ihre Geheimbase irgendwo in Amerika. Also eigentlich hätte ich ja jetzt gesagt, bei uns im Garten. 2x2 Meter tief unter der Erde. Oh. Das ist nicht unter der Erde. Oh. Ich sehe eindeutig Himmel. Bitte was? Wieso siehst du Himmel? Schaust du dir den an? Das glaube ich nicht. Das ist eine blau angemalte Decke. Die Frage ist, wo genau liegt das? Da, würde ich sagen. Nehmen wir das hier einfach mal. Das ist vielleicht die beste Idee, die ich machen kann. Jetzt heißt es, die restlichen 2,5 Minuten noch auf Hinweissuche gehen. Ich würde ja jetzt eigentlich schon guessen, aber... Dann guess doch. Wir haben Zeit. Du kannst ja guessen, wenn du willst. Wir haben Zeit, ich kann ja auch noch nach Hinweisen suchen. Nö, darfst du nicht. Wir haben mein Bildschirm nicht komplett weiß. Ist verboten, du darfst nicht nach Hinweisen suchen. Nur wir dürfen das. Scheiße, muss ich neu? Wenn ich jetzt reconnecte, bin ich dann auf einer neuen Map? Weiß ich nicht. Nee, das ist eine Challenge, also dürftest du nie auf einer neuen Map sein. Und was hoffen. Wieso reconnectest du schon wieder? Rage Quit? Ich glaube, ich bin auf einer neuen App gelandet. Naja, wenn du jetzt siehst, dass es nicht wieder so eine rechts und links grüne Bäume. Paradise, passt schon. Ich glaube, ich weiß, in welchem Kontinent wir sind, aber ich habe keine Ahnung. Also ich weiß die Stadt, in der wir sind. Oh, ja. Ich suche halt jetzt noch, ich suche halt jetzt Hinweise, wo genau in der Stadt wir sind. Wahrscheinlich weit genug rumgelaufen. Ich nicht kann, weil es mir zu lang lädt. Das diskriminiert halt immer die mit den schlechten Internetleitungen. Ja. Spenden dir mir eine neue Leitung. Ich weiß halt nicht, wo genau hier. Das ist das Problem gerade. Ich würde wahrscheinlich eher hier tendieren. Da so. Wobei. Ich glaube, hier ist sogar noch sinnvoller. Wo gibt's grüne Ortsschilder? Nicht Ortsschilder, aber Straßenschilder. Eigentlich bei den Amis. Ich glaube sogar an vielen Orten. Hat die Schweiz nicht auch solche? Gibt auch bunte Schilder, oder? Aufgrund der Mehrsprachigkeit. Denkt dann, dass die Zeit bald abläuft. Nicht, dass es so ist wie bei der letzten Folge, die jetzt erst vor kurzem kam. Wo mir die Zeit nämlich die Punkte gekostet hat und damit den zweiten Platz. Setz es jetzt einfach hier hin. Ist natürlich nicht an der Großstadt, aber ich mach's einfach. Ich hab keine Ahnung, welchem Ort wir sind. Ich hab immerhin 198 Punkte. Das hätte schlimm sein können. Also ich hoffe jetzt inständig, dass ich nicht falsch gelegen habe mit dem, was ich gelesen habe. Aber ich müsste jetzt hier eigentlich relativ gut Punkte holen. Deswegen guess ich jetzt auch. Oh, ja, Gott, 12 Punkte. War gut geschätzt, also 4700 Punkte ist gut. Alter, du hast jetzt schon gewonnen. Da war nämlich ein Schild, wo Atlanta drauf stand. Hab ich nicht gesehen. Nein, weißt du, was ärgerlich ist? Ich war mit meinem ersten Guess näher dran. Papa. Das ist ärgerlich gewesen. Oh, ich glaube, es geht um Porsche. Werbung. Ich sag schon mal FedEx. Schwarzen Balken drüberlegen. Über alle Werbung. Ja. Schwarzes Bild. Gut, Market. Wo könnten. Dazu hat ein Bus eine Ami-Flagge drauf. Wo könnten wir wohl sein? Ich hab das Schild noch nie gefunden. Lass mich Also, ich glaube, wir sind in Schweden. Oh, in Schweden tragen wir alle Busse Ami-Flaggen. Guck mal. Gut, wir werden uns jetzt hier ein bisschen umschauen, um nähere Hinweise zu bekommen. Okay. Hast du eine Idee, wo wir uns befinden? Ich auch.
Ach, hast du es auch gesehen, okay. Ja. Ihr habt irgendein Stadtschild gesehen? Es kann natürlich, ehrlich gesagt, auch eine falsche Spur sein, an der ich mich gerade orientiere. Kann natürlich falsch sein. Aber ich habe eigentlich relativ schnell einen Hinweis gefunden, dem ich jetzt folgen werde. Ein Hinweis. Und für mich geht es jetzt ehrlich gesagt darum, eher die Straße zu finden. Das wird jetzt sehr langweilige zweieinhalb Minuten. Ich hau jetzt einfach den Marker dort rein. Echt? Und hab 4.983 Punkte. Ja, vielleicht finden wir ja noch ein Straßenschild oder so. Bin 1,5 Kilometer weg. Hat keinen Bock, eine Straße zu suchen. Wieso nicht? Lass mich ra. Der Ort, wo wir da sind, war schon recht am Anfang zu sehen. Okay. Bin ich nämlich schon weit, weit weg. Vielleicht auch nicht. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Hier sind nämlich ganz viele Zahlen. Ganz viele Zahlen. Okay, da ist kein Straßenschild. Hier, jetzt müssen wir wahrscheinlich nach hier gehen. Es ist jetzt, tut mir echt unglaublich leid jetzt, dass das hier so relativ langweilig ist, weil ich einfach nur jetzt auf der Stadt, auf dem Stadtplan quasi nach diesem Straßennamen suche. Aber ich bin mir halt relativ sicher, dass wir tendenziell schon mal sehr gut liegen. Geil, die heißt einfach Avenue X, Avenue Y, Avenue Z. Was ist das denn? Ja. Was? So heißt das hier, so wird es mir angezeigt. Auf der Karte, was ist das denn? Das ist ja mal strange. Hier steht Beacon Theater. Ich habe Bacon Theater gelesen. Ist auch immer gut. Also ich glaube, das ist gut besucht. Frage, ist es das oder das? Also da wird es zu hoch. Hier wären die Zahlen. Ah, hier, guck doch mal. Aber verdammt, das ist Ost. Scheiße, wir sind am falschen Ende der Stadt. Baba. Schnell! Hier rüber, hier müssen wir hin. Oh mein Gott, hier haben die ganz andere Straßennamen, das ist ja unfair. Warum haben die hier Namen, keine Zahlen mehr? Weiß nicht, wie die Zeit aus, ich weiß jetzt, wo es ist, aber... Also 30 Sekunden sind es noch bei mir. Ich werde jetzt hier abgeben. Wahrscheinlich ärgere ich mich zu Tode. Und? Ja, ich ärgere mich zu Tode. Man hört's. Eindeutig. Ja, ich war viel zu weit im Süden. Wie viele Kilometer? 11 Kilometer daneben. Ach, schon wieder einen Fehler gemacht. Ich bin 6 Kilometer daneben. Ja. Jetzt beim dritten. War das dritte? Meint ihr noch das? Ich hab meint ihr noch das nicht gefunden? Ich hab... Meint ihr noch das in der Stadt, oder? Ja, ja. Ja, da hatte ich 4,5 Kilometer irgendwas. Gut, dann war ich ja am nächsten. Ich habe nach dem Straßennamen gesucht und habe dann dummerweise Ost gefunden irgendwann, aber ich habe West gesucht. Das war nämlich die 51. West. Ich habe Manhattan gelesen, aber nirgends gefunden. Ich habe halt, direkt wo du gestartet bist, stand einfach ein LKW, wo New York drauf stand. Direkt, ja, ich hab Truck Start. Gesehen, wo New York City drauf. Ich habe auch einen Truck gefunden, da stand Balto Sales New York. Ich habe einen Waffenshop gefunden, da stand Manhattan drauf. Manhattan wäre gut gewesen. Manhattan habe ich später auch noch gelesen, aber dann habe ich es nicht gefunden. Toll. Manhattan wäre mir halt ganz lieb gewesen. Da hätte ich tendenziell wahrscheinlich besser geraten, wo ich bin. Hatte ich doch auch in Amerika, das hier. Ganz viel Wald. Man sieht nichts. Ist ja vielleicht auch irgendwo ein Anhaltspunkt. Man müsste vielleicht die Vornummern der einzelnen Städte wissen. Oh je, so eine schlechte Quali. Das kann man ums Verrecken nicht lesen. Los. Bisschen rauszoomen und dann jetzt geh hier lang. Folgen Sie der Straße bitte. Finden Sie etwas, was interessant ist. Keine Ahnung. Immerhin, wir wissen schon mal 25 Speed Limit.
Wow! Ja, das ist Begrenzung. Okay, jetzt habe ich sogar einen Namen, der in diesem Ort anscheinend bekannt ist. Das Problem ist nur, mir sagt da nichts. Aber. Ja, sehr hilfreich. Das hier könnte doch interessant sein. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich jetzt einfach von der Vegetation her. Ja, gerne noch mal ein bisschen weiter gucken. Also wir sind meiner Meinung nach auf jeden Fall hier wieder mal. Da sind wir. Da. Nagel guess. Was? Oh. Ich glaube, Toni war leicht daneben. Ich weiß, wo es ist. Oder ich habe ungefähr eine Ahnung. Nee, ich kann extrem gut tippen. Du lachst dich jetzt gerade zurecht, oder was? Ja, ich habe auf 255 Meter getroffen. Ja. Natürlich. Da rät sich da mal was zusammen. Willst du mich verarschen? Was ist mit dir los, Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwo reingedrückt. Ah, oh, ich habe 110 Kilometer daneben. Wie der Typ hat einfach mal irgendwo reingelegt. Woher soll ich denn wissen, woher Bill Wetsworth ist? Wo Bill Wetsworth als Repräsentant agiert hat? Wo soll ich das denn wissen? Hast du nicht Cyclone Home Securities gelesen? Nein. Ja, ich kann jetzt dummerweise nur raten, weil die Zeit rennt mir weg und ich finde hier kein gutes Schild. Ich habe jetzt auch geraten. Ich bin komplett am falschen Ende. Bin ja, ich zwei Punkte hier hin. Scheiß drauf. Ja, toll. Schon wieder New York. Ja, okay, Connecticut. Gut, das war's auf jeden Fall. Die Runde ist für mich gestorben. Da kann man nichts mehr reißen. Ja, bei mir auch. Ich war in Idaho. Also von Idaho. Da kann man nichts mehr reißen. Das machen Heko und Toni unter sich aus. Nur weil ich gerade einen Lacktreffer hatte. Ach Gott. Sieht auch richtig arg nach Amerika aus. Da steht doch eine Adresse drauf. Gib sie mir. Du Verkaufsschild. Gib sie mir. Ja, gib's dem Heke hart. Ja, also ich denke, ich weiß im Prinzip, wo wir sind. In einem Land unserer Zeit. Ich habe auch eine Idee, wo wir sind, aber... Nee, ich meinte schon so... tendenziell eher, wo wir sind. Ich gehe hier hin. Ist ja ernst, oder? Warum steht das da nicht richtig drauf? Guck mir gerade die Werbung auf einem Lastwagen an und da ist eine Internetdomain. Das Problem ist, die ist halb verwischt. Nicht mehr richtig. Ja gut, aber ich behaupte, dass du landtechnisch da eigentlich keinen wirklichen Hinweis bekommen wirst. Entweder ist es da oder da. Ob ich es lesen? Ah, Speed Limit 25. Ich weiß genau, wo wir sind. Da waren wir eben auch. Ach, ja, okay. New York City, alles klar. Gut. Echt jetzt New York City? Nein. Ich hab mir gerade gedacht. Davon gehe ich jetzt einfach mal dahin. Was sind das? Das wäre die zweite Alternative, wo ich hingegangen wäre. Nicht im Ernst. Okay, es gibt zwei Orte, wo ich denke, das sein könnte. Lebe der Zufall. Hast du schon wieder gut geraten, oder was? Nee, aber ich hab was gefunden. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo wir hier sind. Geh nochmal zurück, versuchen wieder hier mit Straßenschildern zu arbeiten. Bringt mir leider nichts. Abam! Ich hab auch was gefunden, aber... 101 Meter. Natürlich. Oh, verdammtes Tier. Dankeschön. Der lackt sich da einfach was zusammen, das ist unglaublich. Nee, nicht lack, ich kann es dann erklären, wie ich drauf gekommen bin. Natürlich. Ich hab eine Straße gefunden. Weißt du ja.
hab den Park dort gefunden, der dort war. Ja, ich rate hier jetzt einfach. Weißt du, mir geht die Zeit aus. Weißt du, was das Problem ist? Diese verdammte Stadt hat mehrere Parks. Ach was? Wirklich? Oh Gott, gerade geschafft in der letzten Sekunde. Ja, habe ich gerade nah noch dran? Einen Tipp gegeben. 82,5 Meter. Ich finde den Park gekriegt. Nicht. Nein, 4999. Ja, ich auch. Okay, passt. Wisst ihr, wie ich drauf gekommen bin? Ich hab halt so gedacht, okay, das liegt dort. Hab halt in die Stadt gescrollt. Hab halt gesehen, okay, das sieht komisch aus. Ich scroll dort mal rein und dann hab ich den Park gesehen. Ich hab, okay, ich hab so ein Graffiti-Schild gesehen. 73 Palm Elf. Keine Ahnung. Ich hab den Park nicht gefunden. Und dann, okay, es ist in Miami. Palm Avenue. Schon wieder dieser Schmarrn. Also ich bin schon mal im richtigen State. Ich hätte beim ersten Tipp bleiben müssen. Ich hab nur gedacht, okay, das sieht so aus wie da. Ja, ich hab in Miami reingezoomt und hab gesehen, was sind denn das für komische Strukturen, und hab dort reingezoomt und da war der Park. So. Letzte. Wie viele Punkte hast du, Heke? 14.058. 14.991. Echt? Dann Ja. Hab ich ja sogar noch Chancen. Ich nicht. Ich hab nur 400 Punkte weniger als du, Toni. Ich hab noch mehr als Heke. Ja, okay, Tonic ist raus. Ich bin raus. Wenn ich jetzt ganz genau find, wo es ist, hab ich vielleicht eine Chance. Oh, kennt ihr mal die Nummer auf? Ich ruf dort mal an. Ich hab eine Telefonnummer gefunden. Also ich weiß, dass die Müllabfuhr erst hier war. Von daher weiß ich es genau. Ich hab nämlich einen Plan der amerikanischen Müllabfuhr. Ja. Ja, einfach überall solche Trucks rumstehen. Ja. Und wir wetten, dass hier 25 Meilen pro Stunde ist. Speed Limit. Was sind das für Straßennamen? 9000 E Hoppen? Ja, die haben doch alle diese Zahlen. Kennst du das nicht? Ah. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo genau. Toll, Straßen 9000 W Hoppen finde ich auf nirgendwo. Hundertprozentig nicht. Da ist nichts. Das ist da. Hey, was bin jetzt hingeschickt? Okay. Ich hab Vermutungen. Ja, Vermutungen habe ich auch. Rein vom Aussehen der Häuser her. Es sieht edel aus. Aber das Ding ist halt, ich habe eben theoretisch auch ehrlich gesagt eher bei... Ich lag zuerst bei Kalifornien, San Francisco in dieser Ecke. Und dann runter nach Los Angeles gegangen. Aber dann habe ich halt das Miami gesehen. Und danach wusste ich, gut, wir sollten vielleicht nach Miami gehen. Okay. Und nicht da in der Region bleiben. Ich habe mein Guess abgegeben. Wie viele Punkte hast du geholt? Muss ich Gas geben oder? 4.800. Ja gut, dann hast du gewonnen, dann ist es egal. Dann ist es egal, wo ich abgebe. I will never find it. Na 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 na. Ja, ich habe am Ende einfach noch irgendwo reingeklickt und abgeschickt. Ich habe nichts gefunden. Ich werde so nach da gehen, wahrscheinlich. Kommt mir am wahrscheinlichsten hin. Sieht am ehesten so aus, finde ich, vom Aufmachung her. Ich hab dorthin gedrückt, wo keine Straßen sind. Perfekt. Genau, da ist es. Außerdem scheint es hier mexikanische Arbeiter zu sein, da passt das ganz gut. Ja, 25 Speed Limit, ich wusste es. Tony, guck dir mal im Zielort die Straßenführung an. Scroll dort mal rein. Wir haben auf jeden Fall... Ja, ich bin der Meinung, wir sind irgendwo hier. Mach's hier irgendwo. Und nur bei letztem Laden. Du hast abgegeben. 4.824.
Du Kacke! Die Straßenführung! Vor allem, wenn du ein bisschen weiter unten hinguckst. Tony hat aber trotzdem gewonnen. Ja. Ja, natürlich hat er gewonnen, man konnte ihn nicht mehr überholen. Der Kontrast ist Hammer. Aber tendenziell war das klar, dass es irgendwo da sein musste. Ich bin genau 398 Punkte hinter dir. Nur zur Info. Wuhu. Also ich war ganz weit oben dabei. Ah ne, Krian ist 398 hinter dir. Da war kurz mein Name angezeigt. Knapp. Scheiß drauf. Mir hat's halt die dritte Map versaut. Ohne die dritte Map hätte ich gewonnen. Bei mir war es die erste. Da habe ich 12 Punkte. Bei mir auch die erste. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend und tschö, Leute. Bye. Tschüss.